was anderes Vegetarisches außer Pommes rot-weiß? Soweit ich weiß, sind Pommes immer noch aus Kartoffeln und Ketchup aus Tomate. Mehr Gemüse geht nicht, oder? Und solange wir leben, wird das hier die Currywurst mit Pommes geben. Guck mal, ich habe sogar Biofleisch genommen. Probier doch einfach mal. Da hat das Tier natürlich echt Glück gehabt. Als Biofleisch geschlachtet zu werden, ist natürlich wesentlich angenehmer. Du könntest ja wenigstens einmal eine Ausnahme machen. Wie ein Rabbi, der einmal die Woche Nazi-Parolen grölt. Will sich jetzt nicht ernsthaft mit irgendeinem Randgruppen-Nerd treffen, der die ganze Zeit nur Zartop zitiert, oder? Nee, aber dieser Randgruppen-Nerd ist 90 und heißt Alma. Komisch. Man könnte glatt meinen, die Kinder hätten mit echten Schweinen gespielt. Und dann kann man es teurer verkaufen, ne? Aber die Sache hat einen Haken. Welchen? Es schmeckt nur noch nach Scheiße. Ist Stopfleber eine Art Perversion? Oder eine Delikatesse? Ach ja, sollte Knackwurst im Darm nicht eigentlich Kackwurst heißen? Das ist doch alles Scheiße. Dieses ganze vorsichtige Geblänkel im Hintergrund geht den Leuten doch echt am Arsch vorbei. Ihr habt kein Fleisch, tschüss. Sie machen die ganze Leute ja Angst. Ich habe mein ganzes Leben lang Fleisch gegessen und Milch getrunken. Und ich lebe immer noch. Ja, das sehe ich. Wie ist der Plan? Wir entführen ihn. Wenn wir das hier durchziehen, dann sind wir doch unterm Strich kein Stück besser als der Granitzke, oder? Achim, was wird das jetzt hier? Sie wissen, warum ich hier bin? Ja, schrecklich. Meine Kollegin, die hat mir schon alles erzählt. Haben Sie Hinweise auf die Täter? Nein. Aber vielleicht können Sie uns ja helfen. So viel zum Thema Freiheit.